So, es gab ja schon in letzter Zeit mal ein paar Diskussionen darüber, ob mein HP-Multimeter denn nun genau ist oder nicht. Nun ja, das Ding hier wird es sicher nicht klären können, aber es wird zumindest mal eine grobe Auskunft geben. Die Dinger hier gibt es momentan für etwa 15 Euro, ja, 16, 17 Euro auf eBay. Das sind, das Ding schimpft sich Voltage Reference, hat mehrere Modi, kann 2,5 Volt, 5 Volt, 7,5 und 10 Volt. Die werden in hier so einem ausgelaserten Plastikgehäuse geliefert, mit der Platine, zwei Bananensockeln, einem 5 Volt Port hier hinten und es ist ein LiPo Akku drin. Das heißt, über die 5 Volt wird der Akku direkt geladen. Die Genauigkeit ist angegeben bei 2,5 Volt mit plus minus 2,5 Millivolt, bei 5 Volt plus minus 3 Millivolt, 7,5 plus minus 4 Millivolt und bei 10 Volt plus minus 5 Millivolt. Es war auch ein Calibration Sheet dabei, wo zumindest mal grob drauf stand, was rauskommen soll. War allerdings alles, soweit ich mich entsinne, relativ nah drin. Ich habe es jetzt nicht greifbar, aber hey. Für einen groben Überblick soll es reichen. Klemmen wir das Ganze direkt mal hier an mein HP an und sieht man das Display? Ja, man sieht das Display. Dann schalten wir es mal ein. Wir sehen jetzt auf 2,5 Volt und was haben wir hier? 2,49902. Ich würde mal sagen, close enough. Auf jeden Fall in den plus minus 0,5 Millivolt drin, würde ich grob behaupten. So. Und dann gehen wir mal auf die 5 Volt. 5,002. Auch definitiv in der Spezifikation. Plus minus 3 Millivolt. Wir sind 2,5 daneben. Kommt hin. 7,5 Volt. 7,5011, auch definitiv drin und 10 Volt 10,0039. Ich würde mal behaupten, das ist beides innerhalb der Spezifikation und auf jeden Fall ausreichend für meine Zwecke. Zu hier der Box noch, es wird kein Ladegerät mitgeliefert, aber naja, eine 5 Volt Stromversorgung zu finden, dürfte jetzt kein so großes Problem sein. Vor allen Dingen schätze ich mal, der zieht auch nicht ganz so viel, also im Zweifelsfall macht man einen USB-Stecker dran. Und ja, nachdem ich jetzt weiß, dass das hier genau ist, I am to misbehave, wo sind meine anderen Multimeter? Ja, schauen wir uns mal mein Unity-Meter an hier. Hat nicht unbedingt die besten Spezifikationen, aber hey, drauf schauen kann man. 2,5 Volt, ja, 2,488, nun ja. 5 Volt, 4,98, zwei Stellen daneben, ja, damit kann man leben. 7,5 gibt 7,46 und die 10 Volt sagt 9,95. Ja, alles nicht allzu weit entfernt. Und dann noch ein Blick ins eher Low-Cost-Segment. Peaktech 2010 DMM war, glaube ich, irgendwie so 20 Euro oder so, aber ist immer noch eins meiner Lieblinge, auch wenn man manuell die Range einstellen muss. Aber hey, lange Akkulaufzeit und tut seinen Job. Also schauen wir mal, wie gut sich's schlägt. Also bei den 2,5 Volt definitiv schon mal gut. 2,49, eine Stelle daneben. 5 Volt, 4,9, 9,9, auch nur eine Stelle daneben. 7,5, 7,48, zwei Stellen und bei den 10 Volt auch zwei Stellen daneben. Ja, die Box taugt sicher nicht irgendwie als Goldstandard oder sowas, aber ist auf jeden Fall durchaus brauchbar, um zumindest mal grob zu verifizieren, dass die Multimeter in der Griffweite noch halbwegs das tun, was sie sollen. Vor allen Dingen kann man nichts dazu sagen, wenn man sich den Preis anguckt, weil wie gesagt, so um die 15 Euro rum, 20 Euro vielleicht. Dafür kriegt man sonst definitiv keine Spannungsreferenzen und ja, hier hat man noch den Akku dabei, man hat das Gehäuse mit dabei und naja, es sind halt vier unterschiedliche Spannungsbereiche, die man hier direkt mit abdecken kann. Ja, ansonsten, meine Multimeter haben sich alle erfolgreich geschlagen. Gut, ich hätte auch nichts anderes erwartet. Die meisten, die sind nicht allzu sehr malträtiert worden, also von daher sollten sie auch halbwegs passen. Vor allen Dingen freut mich, dass mein HP doch
ungefähr mit dem übereinstimmt, was dieses Teil hier haben sollte. Ich habe auch nochmal mit diesem Kalibrationssheet nachgeguckt. Also das, was das Multimeter angezeigt hat, das passt sogar. Also das stimmt ungefähr mit dem überein, was auch da drauf steht. Da war nicht allzu viel Abweichung, wenn schon ganz weit hinten bei den Stellen. Also ich denke mal, auf das HP werde ich mich nach wie vor gut verlassen können. Und Box wandert in den Schrank und ich hoffe, dass ich es einsetzen kann und nicht direkt der Akku leer ist, wenn ich das erste Mal praktisch zum Einsatz kommen muss.